Hallo zusammen, willkommen zurück bei 7 Days to Die. Wir sind zurück von unserem Ausflug in die kleine Stadt nebenan und haben einiges mitgebracht an Loot. Ich habe es inzwischen einsortiert und wir werden heute weiter an unserer Rampe bauen. Ich möchte da nicht bis zum letzten Tag warten. Wir haben jetzt Tag 17, wir haben schon noch ein paar Tage Zeit, aber die Rampe braucht natürlich auch ein paar Tage Arbeit. Und da soll es heute weitergehen. Ich war mal eben an der Rampe gucken, habe da noch ein paar kleine Verbesserungen vorgenommen. Wir machen gemeinsam weiter. Wir werden auch schon die ersten Fallen heute integrieren. Dazu hatte ich jetzt schon mal eine Dartfalle in Auftrag gegeben. Dann haben wir noch eine Kiste in Auftrag und die Falltür. Ja, das heißt, wir werden schon mal eine Kiste setzen, wo wir halt Materialien drin haben. Die Höhe von der Rampe ist ja jetzt endgültig. Die Dartfalle werde ich schon mal einbauen. Ich will sie halt nicht, ja, aus Versehen zubauen, das Loch. Von daher bauen wir sie schon ein. Ich habe auch schon mal die Klingfalle mit. Dann können wir das alles schon mal testen. Und ein bisschen Elektronik-Krimskrams haben wir mit. Wir brauchen jetzt aber noch einen Generator oder eine Batteriebank. Da bin ich jetzt noch am Überlegen, was wir nehmen. Machen wir wieder einen schönen Generator und hier in der Basis dann später eine Batteriebank. Vielleicht auch kombiniert. Wir gucken einfach mal. Wenn wir jetzt einen Generator bauen wollen, brauchen wir. Ja, wo haben wir denn das? Generator. Wir brauchen geschmiedetes Eisen, mechanische Teile, elektrische Teile, alles kein Problem. Haben wir zu Genüge. Dauert knapp 2 Minuten. Wir hatten noch die Chemiestation. Die können wir schon mal rausnehmen. Die Dartfalle. Klappe und Kiste. Gut, Klingenfalle. Ich guck mal kurz durch. Öl. Geschmiedeter Stahl brauchen wir 13 Stück. Würde ich aber auch gerne 2 Stück mit einbauen. Eine haben wir jetzt schon parat. Wir haben natürlich an der alten Rampe noch unsere Klingenfalle, unsere Dartfalle. Ich sag mal, wir werden später erweitern. Lassen die uns erstmal dort lassen und wir holen die später. Das heißt, Klingenfalle brauchen wir auch noch. Was brauchen wir denn sonst noch so? Kabel. Wir bräuchten hier diese Elektrokabelverschaltung. Gab es denn hier nicht einen Punkt direkt mit Elektrowerkzeuge fallen? Wissenschaft. Wissenschaft. Die Verschaltung. Geschmiedete Eisen. Würde ich mal ein paar mehr bauen. Hier haben wir 3, machen wir 7, haben wir 10 Stück. Druckplatten hatten wir 2 Stück parat oder tun wir einfach eine 5er bauen? Müssen wir mal sehen. Elektrozaunpfosten. Habe ich jetzt. Ja. Da können wir auch noch ein paar bauen. Bauen wir auch noch mal 4 Stück geschmiedete Eisen. Noch den Generator. Was haben wir hier noch im Angebot? 4 Schalter haben wir mit. Das sollte genügen. Ja, fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Was mir noch so durch den Kopf gegangen ist, ob man überhaupt Schotter herstellen kann. Irgendwo ein Betonmischer aus Sand und Stein oder aus gebrochenen Steinen oder muss man Schotter immer abbauen? Ich habe jetzt lediglich Stein, Kies, Bruchsand, Betonmischung, Asphalt. Denn ich werde jetzt doch mit den aufhebbaren Blöcken erstmal weiterbauen. Und wenn mir das so gefällt, werde ich das dann aufwerten. Wir haben zwar die ganzen Schotterblöcke, 350 Stück, die brauchen wir, ja, alle brauchen wir nicht, aber viele brauchen wir noch für die Rampe. Die ist jetzt zwar provisorisch, aber ich werde die dann auch komplett mit den Blöcken bauen. So, dann wollte ich hier nochmal geschmiedet Eisen in Auftrag geben. 400 wird es werden. Ach komm, machen wir gleich mal 400. Geben wir sie rein hier. 400 Stück. Ich hatte ja auch den Amboss reingepackt, den wir in der anderen Stadt gekauft hatten. Was für ein Pfeifton. Furchtbar.
Und hier, hübsch sieht's da aus. Unsere kleine Gartenanlage. Gefällt mir jedes Mal wieder. Oben müsste eigentlich noch so eine zweite Lampe hin. Die müsste das sein. Komm. Fertig. Bauen wir auch noch eine. So, Klingenfalle, das ist alles im Bau. Den Generator, den können wir schon mal mitnehmen. Und dann machen wir uns mal auf den Weg zur Hortenbase. Ja, sieht schon mächtig aus, was wir da gebaut haben, aber ist noch lange nicht fertig. Was wir da genau draus bauen, ich kann es euch echt nicht sagen. Vielleicht schachten wir auch noch eine Grube, wo die dann vom Bumper reingeschubst werden. Das kommt so nach und nach alles. Also erstmal hier geht's hoch, so ist der Plan. Hier kommt die Druckplatte hin und hier dieser Würfel, ich hoffe mal, das klappt so. Hier wollte ich nämlich direkt die Dartfalle ersetzen. Nicht, dass er wieder auf uns zuschießt, sondern von uns wegschießt. Da soll sie dorthin. Dartfalle. Ja, sie will nicht. Sie will nicht so, wie wir wollen. Dann drehen wir sie mal. Hä? Ah, irgendwas stimmt da noch nicht. So, pass. So, gebaut. Dartfalle gebaut. Und jetzt versuche ich mal hier noch die Klappe drauf zu bauen. Ich überlege gerade, Klappe nach vorne, nach hinten. Wo machen wir sie auf? Eigentlich zu uns. Ansonsten wird es vielleicht zu ein großes Hindernis und ich versuche mich mal hier hochzuspringen. So, der Griff ist vorne hier bei uns. Das heißt, wir drehen und setzen die, wa? Jo. Gesetzt. Genau, das ist der Plan. Das sollte ja funktionieren, dass man hier noch bequem hochkommt. Gut, was hatte ich gemacht? Ich hatte jetzt hier außenrum schon mal Gitter gesetzt. Die wollte ich ersetzen, dass man halt hier auch mal drauf gehen kann und gucken, was hier am Rand des Fundaments los ist. Hier fehlten noch ein paar, also setzen wir die doch gleich mal. Jetzt muss ich mal gucken. Kopieren. Ging das so? Nee, ging es nicht. Stellung kopieren. Ja, da bin ich noch nicht so ganz fit drin. Ich dachte, man kann jetzt hier, wie beim Pinsel, direkt das, was man anguckt, kopieren. Aber man kann bloß die Stellung kopieren. Bedeutet, wir müssen das jetzt wieder uns heraussuchen, was wir ausgewählt hatten. Aber wo habe ich denn das hergehabt? Habe ich denn das hergehabt? Irgendwo bei Fensterrahmen. Fensterrahmen nicht. Aufstiege hier. Das Geländer hatte ich genommen. Genau. Geht das jetzt mit dem Kopieren? Ja, jetzt geht's. Aber ich wollte alles in eine Richtung bauen. Alle Stäbe sollen in eine Richtung schauen. Also passt das. Das lassen wir offen. Hier soll ja später der Ausgang hin. Gucken wir direkt mal, dass wir da doch wieder einen Block hinsetzen. Einfach so einen Block, dass ich das nicht vergesse. Okay. Gut, dann hätten wir jetzt die Dartfalle. Die ganzen Blöcke, die reiße ich später wieder weg und tue sie direkt von vornherein aus unseren Steinblöcken setzen. Dartfalle müsste ja hängen bleiben.
wir auch alle Blöcke drunter nochmal wegnehmen. Und dann kommen hier noch die Druckplatte. Und wir bauen es mal ganz kurz, ob es überhaupt so funktioniert. Und unser Bumper, der muss natürlich auch wieder her. Machen da wieder eine große Plattform dran. Also hochkommen sollte keiner. Bumper ist dann sozusagen die letzte Verteidigungsposition. Oder tun wir noch einen weiter hinter. Ja, das meine ich jetzt. Kurz verbaut, aber hier können wir es ganz schnell auch wieder wegnehmen. Wenn wir den hier hersetzen. Ja, hier kommt noch ein Geländer nach oben. Hier der Bumper. Mal gucken, von der Länge her. Es soll ja noch Strom. Strom brauchen wir ja auch noch dran. Strom hatte sie ja gut gemacht. In dem Bereich, wo auch der Bumper noch naja, sein Wirkungsradius hat. Macht man das? Müsste man vielleicht auch zwei separate Säulen bauen? Weil hier ranbauen ist nicht gut. Das kann ruhig ein bisschen weiter weg sein. Sagen wir mal hier. Mal. So, hier sollte jetzt die Stromliste durchgehen. 1, 2, 3. Mal wie das aussieht. So, die Höhe passt. Also da drüben drauf sollte keiner kommen. Da kommt dann der Strompfosten. Bei. Genau, hier einmal Strom. Dann machen wir hier die Druckplatte. Oder nee, hier oben. Das würde dann bedeuten, ich bin jetzt mal der Zombie. Komm hier an, krebel mich hier hoch, komm auf die Druckplatte, bekomme einige geschmettert hier vom Elektrozaun und werde die ganze Zeit von der Dartfalle beschossen. Und wo bauen wir denn dann unsere Häckselwerkzeuge hin? Eigentlich dann hier an die Wand. Wenn sie dann doch hier durchkommen, kommt Bambi ins Spiel, Box runter. So der Plan. Ich hoffe mal, dass wir das Ganze nicht zu lang bauen. So, genau. Hier können sie erstmal ein paar sammeln, das passt. Ich denke mal, so macht das für mich einen Sinn. Ja, wie sich das dann später entwickelt, das kann ich echt sagen. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob wir vielleicht hier noch eine halbe Platte herbauen, dass die wirklich das hier als Aufgang erkennen. Sozusagen. Guck mal, gibt doch diese Viertelplatten oder ganz normale hier Bodenplatten. Und diese Platte nehmen und da noch hinpacken. So, dann ist das ja nochmal ein neuer Anreiz, hier hochzulaufen. So, Laufstege. Dann nehmen wir aber nicht dieses... Ja, grobe Geländer, da nehmen wir was Filigranes, und zwar Aufstieg V2. Das hatte ich jetzt schon mal aufgebaut, das hat mir wirklich gut gefallen. Also setzen wir jetzt erstmal die ganzen Ecken. Was hier? Nur Geländer, Ecke. Wartet mal, was ist denn da der Unterschied? Ach so, das ist hier abgeschlossen. Ja, das brauchen wir jetzt auch. V2. Müsste ja theoretisch
Hier ist es abgeschlossen. Ach nee, hier brauchen wir eine Gerade. Nee, das brauchen wir gar nicht. Mein Fehler. Hier brauchen wir so ein Ding. Gerade überlegt, ob wir vielleicht eine Ecke nach innen bauen, aber das bringt ja überhaupt nichts. Doch, warte. So bauen. Das ist immer so das, was ich meine. Im Bauen bekomme ich so Ideen. So, wenn wir das jetzt so bauen hier, na, dann haben wir hier noch ein Geländer. Wir brauchen jetzt eine offene Ecke. Müsste ja dir sein, oder? Nur Geländerecke. Auch gleich zwei bauen. Wir wollen es ja nachher höher bauen. Das wird dann unser Käfig. Ich überlege gerade, ob man vielleicht sogar noch ein drittes oben drauf bauen, das ist doch ein bisschen sehr niedrig. Ja, hier müsste eigentlich auch so ein Geländer. Ich überlege gerade ein Geländer mit Innenschräge oder tun wir da einfach bloß eine Tür hinbauen. Also ich würde das schon gerne zubauen. Damit eine Tür, das soll ja der Reparaturgang werden, zum Beispiel jetzt zu dem Pfosten, dass wir den reparieren können. Und vielleicht kommen wir sogar von hier ran. Weiß es nicht. Vielleicht klappt es sogar. Brauchen wir eventuell gar nicht. Ich sehe gerade, wenn wir hier stehen, das könnte schon reichen. Oder man setzt hier vorne nochmal eine Ecke dran. Wäre jetzt auch eine Überlegung wert. Müsste man direkt mal setzen. Pass auf. Wir haben doch so einen Pfosten mit. Elektrozaunpfosten. Eigentlich ist er schon wieder zu hoch. Passt schon. Sagen wir mal, passt schon. Kommen wir bequem ran. Jedenfalls beim Verkabeln. Kommen wir auch bequem ran. Und Reparaturhammer. Das sehen wir, glaube ich, jetzt nicht mal. Weil er nicht kaputt ist. Aber was nicht kaputt ist, können wir kaputt machen. Brauchen wir den Weg gar nicht. Überlegen, ob wir trotzdem einbauen. Ich weiß nicht, wie es mal später mit der Rampe weitergeht, aber da ist auch mal so ein Geländer schnell weggeschlagen. So, jetzt noch die Mittelteile. Da stimmt was nicht. Ja, dann. Nee, auch nicht. Nur Geländer einfach. Doppelte Abdeckung. Ach so, der hat hier diese Stutzen. Gefällt mir auf jeden Fall besser als dieses grobschlächtige Geländer, was wir jetzt als Fußboden haben. Aber das wäre jetzt als Boden nach unten, naja, das wäre jetzt nicht so geeignet.
Baue es jetzt hier erstmal mit zu. Kurz überlegen. Könnten wir so lassen. Gibt es dann eigentlich irgendwelche Bauteile, die man nicht verwenden sollte, die sich halt nicht aufwerten lassen? Oder ist es vollkommen egal, was man hier baut aus dem ganzen Sortiment? Lässt sich alles aufwerten. Okay, also die Ecke gefällt mir doch nicht. Das sieht ein bisschen komisch aus als Abschluss. Dann nehmen wir jetzt nochmal so eine Rundung oder wir machen hier einen richtigen Abschluss dran. Das heißt... sowas hier. Nur eine Etage drauf. Das würde ich dann mal nach der Folge machen und dann können wir gleich oben noch eine Art Dach ziehen. Und hier innen. Ich habe ja noch die Kiste mit. Da packen wir dann gleich alles rein, was wir hier oben brauchen könnten. Erstmal Baumaterialien. Mal gucken. Ah, ein bisschen an der Seite. Ach, wisst ihr, was wir nicht gebaut haben? Den Weg. Wenn wir runterfallen, dass wir wieder hochkommen. Dass wir da... mal. Hier noch eine Klappe. Guck mal, dass ich direkt eine bauen kann. Wie nannten sich das Ding jetzt? Holzklappe. Auch mal Holz. Und dann noch Leiter. Holzleiter. Ach, jetzt ist sie irgendwie so falsch rum. Ja, wartet mal. Da komme ich gerade auf eine Idee. Ach so, nee, ich wollte sie nämlich jetzt so schräg hier dran setzen, aber geht ja nicht. Jetzt haben wir ja hier... Wo denn jetzt diesen Block überhaupt gesetzt? Das ist ja versperrt hier oben. Unten hat man noch Platz. Das macht keinen Sinn da unten. So ist er irgendwie falsch rum. Voll dämlich aus. So hätte ich ja fast gedacht. Aber ich weiß nicht, wie das dann mit der Leiter klappt. Ich glaube gar nicht. Ich teste das mal. So, jetzt ist sie zwar entriegelt, aber wenn wir sie so aufmachen, ist sie auch zu. Ja, bloß mit der Leiter. Wir kommen bloß bis dort. Meine, das wird nicht reichen. Doch. Es geht. Das gefällt mir schon mal nicht. Hier müsste noch eine Verbindung her. Kommen wir auch runter oder fallen wir da direkt? Nee, wir bleiben direkt an der Leiter hängen.
klappt wunderbar. Machen wir die Klappe auf, dem Sinn. Tun wir hier mal den Bumper einlagen, Druckplatten, Elektroverschalterung, Schalter, Klingenfalle, ein paar Eisenbahnen. Ich glaube, Stahlbahn braucht man aber auch. Holz lassen wir hier. Elektrische Bauteile brauchen wir auch. Pflastersteinwürfel. Was haben wir noch? Elektrozaunpfosten. Schalter. Die Zange lassen wir mal hier. Den Generator. Könnten wir schon setzen. Setzen wir den her. Dann gucken wir einfach, dass wir dann in den nächsten Folgen hier mal weiter dran rumbauen. Ich denke mal, groben und ganzen ist der Plan jetzt erstmal für Horten nach 3 geschmiedet. Ich habe jetzt leider schon ein paar Folgen vorweg aufgenommen. Macht mir momentan so viel Spaß, das Ganze, dass ich halt ja nicht aufhören kann hier weiter rumzubauen, weiter zu looten. Und ihr könnt mir aber gerne mal schreiben, ich weiß nicht, ob es zu spät ist dann schon, aber schreibt mir einfach mal, ob ich hier irgendwelche Denkfehler habe, ob ihr das auch so machen würdet. Würde mich brennend interessieren und dann hoffe ich mal, euch hat es gefallen. Und macht's gut, bis später.